Die Hochschule ist eine ganz neue Welt. Tanzen? Oh, wo sind denn alle? Meine Erwartungen stimmen nicht immer mit der Realität überein. Der Morgen fängt schon mal gut an. Zeit, sich auf den Unterricht vorzubereiten. Ich werde früh aufstehen. So habe ich noch genug Zeit. Ich mache mein Bett. Trainiere morgens. Schmink mich und trink dabei eine Tasse Tee. Perfekt. Ein bisschen Parfüm. Und ich bin bereit. Nur, dass es nicht echt ist. Die Realität sieht etwas anders aus. Oh Mann, hab ich wieder verschlafen? Lauf! Oh Gott, mein Gesicht! Naja, ich krieg das schon hin. Ich habe keine Zeit, mich umzuziehen. Und ich kann mich auch nicht schminken. Ich muss mich unterwegs umziehen. Ich wohne in einer WG. Es macht Spaß, sich morgens auf den Unterricht vorzubereiten. Es ist ruhig und still. Ich kann mich in Ruhe waschen. Ich mache meine Haare. Und dann gehe ich zur Schule. Aber das sind alles Träume. Die Realität ist hart. Ständig belegt jemand das Bad. Ich werde nie rankommen. Und selbst wenn ich es geschafft habe, bin ich nicht allein. Es gibt ein Dutzend Leute, die sich waschen, schminken oder einfach nur telefonieren wollen. Ich brauche Nerven aus Stahl. Und eine starke Blase. Endlich ziehe ich von zu Hause aus. Ich habe genug Geld. Ich komme also gut klar. Und ich kann essen, was ich will. Pizza und Sushi. Kein Brokkoli mehr. Ich kann selber entscheiden. Aber die Realität ist grausam. Es ist eine totale Katastrophe. Und wenn ich Hunger habe, ist selbst Kartoffelpüree ein wahr gewordener Traum. Es gibt eine Dose für zwei. Oh Mann. Oh, ich wünschte, ich könnte jetzt Mamas Brokkoli essen. Heute läuft eine Party. Ich muss auffallen. Wow, seht sie euch an. Und wie sie tanzt. Alle bewundern sie. Naja, nur in ihren Vorstellungen. Dieser Tanz ist sehr merkwürdig. Ist das ein Trend aus den 90ern? So hat schon lange keiner mehr getanzt. Wir müssen hier raus. Sonst werden wir noch verletzt. Hey, wo sind denn alle? Dann tanze ich halt allein weiter. Ich kann es kaum erwarten, das erste Mal in die Klasse zu gehen. Ich sehe zum ersten Mal meine Klassenkameraden. Oh, sie sind so cool und so nett. Ich werde neben dem nettesten Kerl sitzen. Wir verstehen uns auch sofort. Wow, hab ich ein Glück. Aber die Realität ist voller Überraschungen. Die Klassenkameraden scheinen doch nicht so nett zu sein. Meine Lehrerin beobachtet mich mit ernstem Gesicht, als würde sie mich essen wollen. Und alle anderen schauen mich von oben bis unten an. Muss ich neben diesen Nerds lernen? Oh Mann. Und mein Sitznachbar ist eindeutig kein Brad Pitt. Und er riecht nach Büchern. Auf der Hochschule herrscht ziemlich viel Stress. Klar, ich muss die ganze Nacht lernen. Ich träume schon wieder. Ich soll an die Tafel. Und ich werde alle mit meinem Wissen umhauen. Alles scheint total beeindruckt zu sein. Da wird es wohl eine Runde Applaus geben. Aber in Wirklichkeit laufen die Dinge schief. Es gibt keine Formeln oder Grafiken auf der Tafel. Nur, naja, was soll das? Oh.
Wir haben Sportunterricht. Ich freue mich. Beispiele bringen uns näher zusammen. Wir sind ein tolles Team und super professionell. In Wirklichkeit bin ich alles andere als gut. Ich kann meinen Körper einfach nicht kontrollieren. Meine Arme hören nicht auf mich. Meine Beine streiken. Ah, nicht schon wieder. So kann ich einen Platz in der Volleyballmannschaft vergessen. Ich muss die Zeit vernünftig einteilen. Es ist 21 Uhr. Ich habe meine Hausaufgaben gemacht und habe für die Prüfung gelernt. Endlich habe ich alles geschafft. Jetzt gehe ich früh schlafen, damit ich morgens ausgeschlafen bin. Aber nein, ich bin immer noch so beschäftigt, dass ich gar keine Zeit zum Lernen habe. Ah, das schaffe ich doch nie. Ich muss wach bleiben. Was? So viele Bücher? Ich kann die Prüfung vergessen. Ich werde eine 6 bekommen. Aber es bleibt noch Zeit, Spickzettel zu machen. Das ist viel einfacher, als alles auswendig zu lernen. Alle warten auf die Testergebnisse. Ich müsste eine gute Note bekommen. Immerhin habe ich viel gelernt. Warum bekommen Schüler keine Auszeichnungen? Applaus, Blumen, eine rührende Rede und so. Aber in Wirklichkeit habe ich den Test verhauen. Keine Blumen. Ich muss den Test wiederholen. Es ist schön, wenn man viele Freunde hat. Alle lachen gerne über meine Witze. Ich bin beliebt. Alle mögen mich. Mir fehlt nur noch eine Krone. Aber in Wirklichkeit ist es schwieriger, Freunde zu finden. Diese Schüler wollen mich wohl nicht kennenlernen. Ignoriert ihr mich? Wow, wie die mich anstarren. Jetzt bin ich wieder allein. Müsst ihr einen Aufsatz schreiben? Ich bin vorbereitet. Ich bin sehr gut darin. Ich habe so viele Ideen. Ich werde eine super gute Note bekommen. Sehr gut. Du erhältst auf jeden Fall eine 1+. Aber in Wirklichkeit ist das alles viel zu viel für mich. Was soll ich schreiben? Über wen soll ich schreiben? Ich verstehe gar nichts. Es ist schon so spät, aber mir fällt immer noch nichts ein. Mein Kopf ist leer. Oh, das ist einfach nichts für mich. Ich kann hier natürlich auch einen netten Kerl kennenlernen. Wir flirten vor Unterrichtsbeginn, sprechen miteinander, machen Witze. Wir haben bestimmt bald ein Date. Das fängt doch schon mal super an. Ich träume. Ja, ich träume wirklich, denn nichts davon wird passieren. Er ist nur ein Nerd, der sich um Gleichungen kümmert. Mein schlechtes Sehvermögen spielt mir einen Streich. Ich weiß nicht, wie ich mich vor solchen Leuten retten soll. Meine beste Freundin wird bestimmt ihr eigenes Auto haben. Sie holt mich jeden Morgen ab. Und wir fahren zusammen zur Schule. Aber ich glaube nicht, dass meine Träume wahr werden. Ich sollte mir die Fahrzeiten merken, damit ich nicht zu spät komme. Naja, der nächste Bus kommt bestimmt gleich. Zumindest ist es draußen echt kalt. Der Abschluss ist das Aufregendste. Ich habe mich schön zurechtgemacht. Jeder wird schockiert sein, wenn er sieht, wie schön ich aussehe. Ich stehe im Mittelpunkt. Aber die Realität ist natürlich wieder ganz anders. Ich wollte alle mit meinem Outfit überraschen. Aber es hat nicht geklappt. Jeder ist schockiert. Nicht im positiven Sinne, sondern weil ich wie ein Freak aussehe. Ja, keine gute Wahl für ein Outfit. Jetzt kann ich nur noch allein tanzen.
Wie fandet ihr unsere Erwartungen und die bittere Realität? Welche Situation war die lustigste? Wir sind gespannt, was ihr so erlebt habt. Vergesst nicht, uns zu abonnieren und lasst auch einen Kommentar da. Drückt auch auf die Glocke, damit ihr keine neuen Videos mehr verpasst.